Alter, kannst du nicht mehr das Loch? Schlaf und tiefer. Und tiefer. Diesen wunderbaren Zustand. Zwei und schlaf und tiefer und tiefer und tiefer. Ist drei. Und nächstes ist der Druck immer größer wird und lass dich fallen und schlaf und tiefer und schlaf. Achtung, liebe Freunde, die im folgenden Video gezeigten Hypnosen werden von erfahrenen Hypnoseprofis durchgeführt und dürfen nicht nachgemacht werden. Wichtige Prozesse der Hypnose werden nicht gezeigt, sind aber zwingend notwendig, um einen reibungslosen und vor allem sicheren Ablauf der Hypnose zu gewährleisten. Bitte versucht nicht, den gezeigten Prozess nachzumachen. Danke. Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Krass, habe ich die Kamera zum Wackeln gebracht. Brille weg, Sonnenbrille auf. Es geht auf zu Rainer Maes. Freunde, ich habe mich lange vorbereitet auf diesen Tag. Am Ende dieses Videos bin ich ausgebildeter Hypnotiseur. Oh mein Gott. Okay, ich bin angekommen bei Rainer. Den kennt er ja mittlerweile. Yes. Rainer, was machen wir heute? Wir werden dich heute zum Hypnotiseur machen, würde ich sagen, oder? Ich freue mich. Ja. Legen wir los. Ja. Du hast ein cooles T-Shirt an. The Gentleman's Hypnosis Club. Genau, was das ist, werden wir auch nochmal im Detail erklären. Das klingt doch gut. Zum Anfang des Kurses haben wir erstmal viel über Moral und über Ethik gesprochen, Grundlagen gelernt und uns gegenseitig aufeinander und füreinander aufgewärmt. Wir zeigen euch ganz bewusst nicht die Prozesse, die dabei stattgefunden haben im Video, da diese auf gar keinen Fall ins Internet gehören und nicht nachgemacht werden sollten. Ich zeige euch jetzt im Video also immer nur das Endprodukt. Wie es dazu gekommen ist, seht ihr nicht. Bitte spielt nicht mit den Worten herum, die wir hier nutzen. Je tiefer du durchatmest, jeder einzelne Finger fester wird und fester und fester. Mit jedem einzelnen Ausatmen. Finger für Finger verfestigen. Du streckst deine Hände gleich nach vorne. Das machen wir gleich, okay? Du streckst die Hände gleich nach vorne und du wirst dir vorstellen, dass hier und dort an deinen Handinnenflächen Magneten sind. Okay? Und sobald ich meinen Finger schnippe, aktivieren sich diese Magneten. Du atmest einmal ganz tief durch. Noch sind die Magneten nicht aktiv. Du atmest tief durch, okay? Du nimmst die ein wenig auseinander. Okay, und du wirst hier und dort gleich die Magneten spüren, okay? Sobald ich mit meinem Finger schnippe. Ab jetzt sind die Magneten aktiv. Und du atmest tief durch und mit jedem Ausatmen ziehen sich deine Hände weiter magnetisch an zueinander. Genauso. Und all das entspannt dich mehr und mehr. Je näher deine Hände aneinander sind, desto entspannter bist du. All die Umgebungsgeräusche, das Zwitschern der Vögel draußen, wie wir uns hier auf dem Sofa bewegen, sind fester und fester werden. Und deine Hände bilden eine Einheit. Okay, auf drei, wenn ich bis drei gezählt habe. Eins, zwei, du atmest nochmal tief durch. Erst wenn ich drei sage. Und drei. Und nach festigen sich deine Finger. So, Freunde, das ist jetzt nämlich ein ganz historischer Moment. Das ist der Moment, in dem Matthias Berger das erste Mal sehr, sehr erfolgreich. Das ist ein schönes Gefühl. Eine Suggestion angesetzt hat, Matthias. Aber Mario, ganz wichtig, ich werde gleich noch einmal bis drei ziehen und auf drei wirst du merken, wie deine Finger sich langsam wieder lösen. Okay, wir lösen den Zustand gleich wieder auf. Okay? Kannst du einmal kurz beschreiben, kannst du das einmal bestätigen? Es fühlt sich wirklich fest an. Mhm. Ja, es fühlt sich fest an und du könntest jetzt auch versuchen, die Finger auseinander zu nehmen, aber es klappt nicht. Es klappt nicht. Ja, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich zähle bis drei. Spanisch an, wenn es frischen Spanisch ist, lass mich die Okay, ja, ich mag das mit geschlossen. Ja, sehr gut. Darf ich Matti sagen oder ist hier Bitte. Lieber? Nein, ja? Matti ist besser. Matti, okay, cool. Aber erst dann, wenn die Stipse passiert, das Ganze. Okay? Bist du bereit? Ich bin bereit. Schau mal nach vorne. Cool. Und jetzt streck mir deine Hände. Schön. Das ist perfekt. Sehr gut. Und jetzt stell dir vor, wie hier und hier ein Magnet haben. Entschuldigung. Stell dir das mal vor, wie es ist. Jetzt. Immer mehr und mehr. Immer mehr und mehr. Und je näher diese Hände kommen, je entspannter wirst du. Und je entspannter du wirst, je wohler fühlst du dich. Und wenn die sich gleich berühren, wirst du deine Augen schließen und die Hände zusammenfalten, als ob du beten würdest. Das sind, genau, sehr gut. Das ist super, sehr gut. Zusammenfalten, perfekt. Du schließt deine Augen und entspann dich. Bei jedem Atemzug, den du machst, wirst du entspannter und entspannter. Du merkst, dass du fast keinen Kontakt mehr hast. Und das ist auch ein schönes Bild so. Und jetzt gehst du wieder hin. So, das geht ja nach unten. Es gibt aber welche, wo du es wirklich führen musst, ja? Mhm. Und ganz wichtig ist auch, Matti... Ach, ich merke das schon wieder. Ja. Nein, dein Arm ist ja locker. Ja. Ganz wichtig ist ja jetzt, dass du dann sagst, und schließt deine Augen. Das sagt es ruhig. Weil wenn du, ich sag's wie im englischen Skript,
das dann heißt, your eyes will close, also deine Augen werden sich schließen. Nein, das werden sie von alleine nicht. Das heißt, er sagt, du schließt deine Augen. Genau, er sagt ihm, schließ bitte die Augen, das ist wichtig. Und dann macht er so, er soll ja folgen auf das, was ihr sagt. Ihr seid ja derjenige, der es auslöst. Ja. Du bist entspannt. Und jetzt lässt du den Arm langsam sinken. Also Freunde, ihr merkt, wir haben hier verschiedene Übungen durchgeführt im Umgang mit seinem Zuschauer, wie man ihn versetzt in den Zustand der Hypnose, wie man diesen Zustand vertieft und so weiter und so weiter. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail eingehen, aber ihr seht, wie ich hier den Arm von Mario verhärte. Hier ist wieder der Punkt in der Ferne, aber dein Arm wird sich anfühlen wie aus Stein und du wirst ihn nicht bewegen können. Und das ist ein positives Gefühl. Du fühlst dich nicht hilflos, du fühlst dich einfach entspannt. Auf drei öffnest du deine Augen. Eins, zwei und drei. Du schaust in die Ferne, du siehst den Punkt und dein Arm ist starr. Spürst du, wie er starr ist, ja? Und du könntest ihn jetzt jederzeit bewegen, aber tust du nicht. Das stimmt. Ich gebe dir jetzt meine Sonnenbrille. Ich lege dir in deine rechte Hand. Die rechte Hand öffnest du. Und jetzt könntest du nach der Sonnenbrille greifen, tust du aber nicht. Dein Arm bleibt starr. Mario, du schaust weiter in die Ferne auf deinen Punkt. Versuch, nach der Sonnenbrille zu greifen. Du wirst merken, du musst hart kämpfen. Aber verkrampf dich nicht. Du bleibst entspannt. Ist in Ordnung, Mann. Ist in Ordnung. Und wie ihr seht, ist es auch sehr wichtig, seinen Zuschauer immer wieder aktiv zurückzuholen aus dem Zustand der Hypnose. Dazu eine kleine Anmerkung, bei der Hypnose ist man nie in Trance oder im Schlaf oder ähnliches. Wenn du hypnotisiert wirst, bist du voll und ganz bei der Sache. Du bekommst alles mit, was passiert und du bist ganz bewusst bei der Sache dabei. Schnupperkurs. Ja, ich merke gerade, warum ihr meintet, Matthias, das ist kein Schnupperkurs. Ja. Ich weiß ganz genau, was ihr meint. Ja. Alles, was wir tun, ist gewissermaßen das Bewusstsein zu umgehen und das Unterbewusstsein anzusprechen. Aber wie genau wir das tun, das lernt ihr bitte nur von den Profis. Aber ihr wisst Bescheid, dieses Ganze, ich schnippe meinen Finger und ihr schlaft alle ein und ich führe euch alle vor und mache euch zum Affen. All das hat nichts mit Hypnose zu tun. Du wirst deine Augen wieder öffnen und es ist alles, wie es vorher war, aber du wirst die Zahl 4 nicht aussprechen können. Zähle bis 5 und dann wirst du mir nachzählen, aber du wirst die 4 nicht aussprechen können. Augen öffnen. Mario, zähl mal von 1 bis 5. 1, 2, 3, 5. Noch einmal. 1, 2, 3. Na, jetzt fehlt dir ein Arm. Das ist schön, das ist ein schönes Gefühl, es ist witzig. Es macht dir Spaß. 1, 2, 3, eine fehlt. Du öffnest deine Augen und zählst noch einmal. 1, 2, 3, fehlt eine, 5. Fehlt eine, Wunderbar. Aber das möchten wir ja auch beheben, weil du solltest demnächst die 4 wieder benutzen können. Deswegen, Mario, du schließt deine Augen wieder, du wirst entspannt. Du atmest noch einmal tief durch. Und ich selbst zähle gleich bis 5. Und werde die 4 erwähnen. Und wenn ich dann meinen Finger schnippe, kannst du mir das genauso nachmachen und du kennst jede Zahl, die es gibt. Du öffnest deine Augen und? Zähl mal. 1, 2, 3, 4. Aber weiß ich, ey. Einmal durchatmen. Und noch tiefer. Tiefer und tiefer. 10-mal tiefer. Mach die Augen auf und nochmal einatmen. Und tiefer und tiefer, noch tiefer und noch tiefer und noch. Sobald ich bis 3 gezählt habe, wirst du gleich die Augen aufmachen. Und wenn ich bei 3 angekommen bin, dann wirst du deinen Namen vergessen haben. Und selbst wenn du ihn findest, wirst du nicht mehr in der Lage sein, deinen Namen auszusprechen. Deine Zunge fühlt sich wie schwer an. Geht's dir wieder gut? Mir geht's gut. Das war der? Mario. Ja. Und du was? Ist ganz schwer. Ich weiß meinen Namen. Ja? Ich hab den nicht vergessen, ich weiß den. Ja? Und wieso? Aber den kannst du ja aussprechen. Mario. Ja. Fängt doch genauso an. Ja. Ist das irgendwie so, reimt sich auf Frittes oder? Nee, das fühlt sich nur so an, als dürfte ich nicht. Aber du darfst ja, du kannst ja alles tun und lassen. Das ist halt nur, du kannst es einfach nicht. Das ist das Problem. Erzähl mal, wie es anfühlt. Ich habe das Gefühl, ich könnte ihn jetzt einfach sagen. Ja, aber warum machst du das nicht? Ich weiß nicht. Aus Respekt vor dir. Nimm dir dafür aber die Zahl 2 aus deinem Kopf raus. Die wirst du gleich nicht mehr wissen. Okay, Achtung. Gib dir den Namen zurück. Nimm die Zahl 2 raus. Matthias ist mein Name. Ja, okay. Zähl mal deine Finger durch. 1. 1. Ich trau mich nicht. 1.
Zeigefinger. Okay. Zeigefinger. Pass auf, ich gebe dir, geb dir den Gedanken zurück. Zwei, okay. Jetzt ist wieder da, zähl nochmal durch. Jetzt geht's 1, 2, 3 okay. Und so weiter. Und das ist Matthias. Jetzt passiert was Unglaubliches. Schau mal, die Wiederholung ist, vertraust du mir? Ja, klar. Und dann schau hier oben hin. Einfach vertrauen. Ja, und wenn du merkst, dass der Druck immer größer wird und lass dich fallen und schlaf und tiefer und schlaf. Tiefer und tiefer. Aber das Gefühl dabei ist unfassbar schön. Du wirst mit jedem Wort, was ich sage, mit dem Vogelgezwitscher jetzt noch tiefer in diesen wunderbaren Zustand der Entspannung sinken. 1, 2, Augen auf, Mario. Geht's dir gut? Ja. Ja? Nickerchen gemacht. Ja? Was? Hast du Nickerchen gemacht? Hast du nicht mitbekommen, wie du dich hingelegt hast? Ich muss jetzt, ohne Scheiß, ich muss jetzt echt überlegen, warum ich jetzt gerade gelegen habe. Crazy. Weil wir saßen, da vorne gerade, ja, richtig. Wieso habe ich denn jetzt gelegen? Und auch deine Mütze ist nicht mehr auf. Hattest du das mitbekommen? Auf die sehe ich gerade da. Hattest du das mitbekommen? Fuck. Ist das alles weg jetzt, Ed? Also du bist jetzt du weißt jetzt nicht mehr, was dann passiert ist. Ich hab da gestanden. Ich gebe dir das zurück, naja, verspreche dir. Ich habe ja gesagt, wir sind fair. Vertraust mir, ich vertraue dir. Du musst mich ja weggebeamt haben. Anders kann ich was jetzt erklären. Du bekommst ja alles zurück, ja. Das ist echt faszinierend. Schau mal auf meinen Finger. Du wirst nicht umfallen. Ich berühre deine Stirn, du schließt deine Augen, bleibst aber ganz stabil stehen, wie du bist, okay? Schließ deine Augen. Einfach entspannen. Du bleibst genauso stehen, wie du gerade stehst. Ganz sicher, du wirst auch nicht umfallen, Mario. Bleib ganz sicher. Mario, jetzt gleich passiert was ganz Verrücktes. Immer wenn der Simon sich rumdreht, dann siehst du, dass der hinten keine Hose hat. Er hat einen nackten Arsch. Und du lachst dich kaputt und du willst uns das allen erzählen, aber wir können das nicht sehen. Aber du wirst das sehen, du siehst das und du verstehst nicht, dass wir das nicht sehen. Ich werde das bis 3 zählen, du öffnest die Augen. Jedes Mal, wenn der Simon sich umdreht, siehst du den nackten Arsch. Und wir können das nicht sehen, aber du kannst das sehen und du möchtest uns mit aller Gewalt davon überzeugen. 1, 2, 3, Augen auf. Na? Wir verarschen. Ja, hey, was ist? Was ist los? Was ist? Was ist das Problem? Du hast den, du hast den Arsch draußen. Also den echt? Arsch was? So. Guck mal, ich spüre noch so ein richtiges Loch. Bist du dir da sicher, Mario? Echt jetzt? Ah, nee. Ich schwöre, mein Gott, das ist richtig Loch in der Hose. Ich schwöre, mein Gott. Bitte mach mit der Kamera drin. Ich halte die Kamera drauf. Guck mal, ich zoome da ein bisschen drauf. Warte, kannst du dich nochmal umdrehen, Simon? Ich zoome da ein bisschen drauf. Mario, siehst du das auch durch die Kamera? Ich schwöre, das ist ein Loch. Ja, auf der Kamera habe ich das drauf. Muss ich das zensieren? Das ist ein Loch. Bitte sagen, dass ihr Götter nicht seht. Du bist so gemein. Du bist so gemein. Viel Spaß muss sein, oder? Oh. Aber dafür kriegt er gleich was Tolles zurück. Ja. Oh, sorry. Wir sehen bestimmt auch. Du bist das so sehr verarscht. Ich muss das zensieren dann, meinst du? Du musst richtig groß. Mario, das Ding ist, der hat. Guck mal, bitte richtig Loch. Aber so voll aufs Loch. Nee, er hat da kein Loch. Reiner, kannst du nicht mal das ein Loch? Schlaf. Tiefer. Und tiefer. In diesem wunderbaren Zustand. Der Entspannung. Du wirst es gleich merken, dass der Matti, der hat einen ganz furchtbaren Körpergeruch. Und wenn der Matti dir näher kommt, du wirst es nicht anmerken lassen, weil du bist ein höflicher Mensch, aber du wirst dir aus dem Weg gehen. Du wirst ihm aus dem Weg gehen, weil es ist ganz furchtbar, der stinkt. Das ist ekelhaft. Aber du lässt es nicht anmerken, du bist höflich, du möchtest ihm das nicht sagen. Und auch wenn Matti nachfragt, du möchtest nicht so unverschämt sein und ihm sagen, dass er einfach stinkt, wie so ein Bild ist. Ja? 1, 2, 3, Augen auf. Hattest du das mitbekommen gerade mit dem Arsch, die Geschichte? Weißt du das noch? Mit dem was? Mit dem Arsch. Ich hab zu dem Arsch gesagt. Oder was zu dir Arsch gesagt? Oder was? Hast du es nicht mitbekommen mit dem Arsch? Dass ich hinten ein Loch hatte? Weißt du das? Ein Loch? Eben halt immer das Loch. Jetzt nicht mehr? Nee. Wollt ihr noch mal was zusammen? Ja, das ist crazy. Mario, einmal kurz berichten, bitte. Berichten. Zusammen gerade. Was ist los? Komm her. Nur kurz für die. Ja, komm mal kurz her. Komm mal her. So, pass auf, Mario. Wir machen das jetzt so. Mario, was ist denn? Hast du ein Problem oder was ist los? Warum? Nicht? Komm, Mario, komm. Kannst du einmal kurz den Leuten beschreiben, wie du dich fühlst gerade? Du bist gerade ein bisschen übel. Ich bin übel? Dir ist übel. Nicht ich. Dir ist übel? Warum ist dir übel? Hast du das Gefühl, die Balance zu verlieren oder warum ist dir übel? Nee? Oh, die haben ihren Spaß, die zwei. Aber du siehst nicht so aus, als hättest du Spaß gerade dran.
Du bist gemein, Rainer. Ja, ich glaube, es ist gut. Gleich. Mario, ist alles okay? Mir ist nur ein bisschen übel. Dir ist nur übel? Okay, also dann habe ich kein schlechtes Gewissen, jetzt hier dich hier irgendwie zu filmen oder sowas. Nö, das ist okay. Ist okay? Ja, mach ja okay, gut. Nee, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, nicht umfallen, nicht umfallen. Ja, und schlaf. Schlaf tiefer und tiefer in diesem wunderbaren Zustand der Entspannung. So, und weil wir fair sind, es war ein Riesenspaß. Und Mario, alleine, dass du es jetzt gemacht hast oder sagen wir machen musstest, also es verdient jetzt wirklich Respekt. Ich finde das großartig. Das meine ich jetzt ganz ernst. Und weil wir hier fair sein wollen und dein Vertrauen nicht missbrauchen, werde ich es ganz langsam von 5 rückwärts zählen. Mit jeder Zahl kommst du wieder ganz schnell zurück ins Hier und Jetzt. Alle Suggestionen werden von dir genommen sein. Und natürlich stinkt weder Matti noch hat Simon ein Loch in der Hose. Und du wirst dich fühlen, wie nach einem 10 Stunden Schlaf total fit bei Null angekommen, jedoch nicht vorher. Bist wieder absolut hier und jetzt. Du kannst dich an alles erinnern, jeden einzelnen Moment. Und bist hier der Held unseres Tages heute. 1. Bei Null angekommen, jedoch nicht vorher, bist du wieder komplett hier und wirst uns da mal erzählen, wie du dich gefühlt hast. Und Null, Mario, Augen auf, beweg dich mal wieder, mach mal alles locker. Ja? Cooles Gefühl? Ja. Wieso hattest du das Gefühl, dass ich stinke oder was? Boah, Alter. Wie hab ich denn gerochen, Alter, oder? Ey, du hast gestunken, ne? Aber deine Hose ist auch wieder okay, oder? Ja, deine Hose. Ihr seid so Schweine, ne? Aber hast du das alles mitbekommen? Du hast das mitbekommen, dass... Also ich hab, ja, jetzt, ja, also ich weiß, ich kann alles erklären, was war. Ja, ich kann auch wie du umgekippt bist. Ja, das weiß ich alles. Ich bin umgekippt. Warum ich umgekippt bin? Dass du gestunken hast. Das ist richtig geschehen. Ja. Und ihr seht, das war jetzt, Mario macht den Spaß, also heißt den Spaß mit, aber Mario ist jetzt nicht böse deswegen. Also ich finde, nein, man sollte einfach das Ganze aufklären. Niemanden ja, einfach. Das ist witzig. Nein, cooles Gefühl. Ja, das Gefühl ist geil. Und auch vielen Dank, dass du jetzt nicht böse bist, dass wir das gemacht haben. Aber ja, ich dachte, für den heutigen Tag so ein bisschen was darf man da auch mal zeigen. Aber alle Schweine hier! Aber wichtig ist, Matti, wichtig ist, sowas sollte man wirklich kontrolliert machen in einer Umgebung, die passt. Und natürlich nicht, um jemand anders einfach nur der Lächerlichkeit preiszugeben. er riecht wieder gut. Sondern um einfach ein bisschen Spaß zu haben. Aber eins muss man auch sagen, so ein Gefühl, was du jetzt heute hattest, hat jetzt gerade hier, guck dich schon, keiner von denen. Ja? Das muss man auch mal so sagen. Ja. Ja. Übel, ne? Mir wurde übel von dem Gestank. Ja. Mir wurde übel. Wie gesagt, Freunde, ihr macht das bitte nicht nach. Hier wird professionell gearbeitet und so weiter. Das habe ich jetzt hier 5-mal eingeblendet. Versucht jetzt nicht einfach diese Texte hier nachzuplappern, die ihr hört. Hier ist gerade noch viel mehr im Hintergrund passiert, dass ihr Bescheid wisst. Der Junge hat gerockt. Also er hat wirklich gerockt. Und ich muss sagen, das habe ich hier nicht gesagt, dass ich das vorher sagen würde oder jetzt sagen würde, aber er hat wirklich abgeliefert, muss ich deutlich sagen. Wir haben viele Seminare gegeben, aber sehr viel Gefühl, einen guten Flow und vor allen Dingen, was mir sehr gut gefallen hat, kein Skript nachgeplapper. Also läuft. Ich bin echt begeistert. Top. Darf ich jetzt vielleicht auch mal loswerden? Ja? Ich danke dir, aber gute Schüler gehen ja auch nicht ohne gute Lehrer. Ne? Deswegen danke euch. Danke. Leute, schaut nochmal hier. Und schlaft. Er ist schon wieder weg, der Mario. Der schläft schon die ganze Zeit. Genau. Ihr habt jetzt hier extrem kranke Eindrücke bekommen. Das war ein heftiger Tag. Wir sind alle ziemlich geplättet, weil das doch schon ziemlich anstrengend für den Kopf ist. Wir wollten zum Schluss noch mal kurz 1-2 Dinge ansprechen. Und zwar, erstens, wie gesagt, ihr habt nicht alles hier mitbekommen, was auch bevor die Aufnahme jeweils lief, hier so passiert ist. Plaudert nicht einfach irgendwas nach, was wir hier jetzt an Wordings benutzt haben und so weiter. Geht nicht einfach raus und haut das raus. Das ist hier alles wirklich professionell betreut gewesen, mit Jahrzehnten an Erfahrung. Geballter Power hier vor und hinter der Kamera. Das wollte ich schon mal gesagt haben an der Stelle. Dann Mario, wir haben ja einen ganz lustigen Moment mit dir gehabt, mit dem Matti stinkt und so weiter und so weiter. Da ganz wichtig, Freunde, Mario war einverstanden damit, dass wir das gemacht haben und er hat das auch jetzt im Nachhinein gesehen. Ich war zu dem, oder? Ja, ja. Nein, Spaß. Ja. Also er war einverstanden damit und hat das auch jetzt abgesehen. Ich darf es mit ins Video reinpacken. Wir haben hier niemanden vorgeführt. Ich weiß, das war schon so ein bisschen so, da hätte man schon stutzig sein können. So, ja. Aber alles in Ordnung. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob wir das machen sollen. Auf der anderen Seite, ich habe vorher gefragt, wie sieht das aus, wenn wir ein bisschen was Lustiges machen, damit wir auch was zum Zeigen haben. Ist das für euch okay? Ich verrate euch nicht, was wir machen. Und ihr habt beide gesagt, na klar, wenn da irgendwas passiert, dann machen wir das auch. Genau. Dann ist es auch in Ordnung. Aber ungefragt, also wenn man jemandem verspricht, ich mache dich nicht zum Affen, ich sage das mal bewusst so hart, dann sollte man es auch nicht tun. Du musst gestunken haben wie so ein Iltis irgendwie, habe ich gesagt. Nein, also, nein, auch Spaß, ich natürlich. Aber ja, ihr könnt glauben, das war, wir haben schon Kommentare gelesen, dass wir
gefaked oder gespielt. Nein, das war es definitiv nicht. Ist alles echt, was ihr hier gesehen habt. Ja, wir haben vieles nicht gesehen. Wichtig ist, dass solche Dinge nur dann passieren, wenn man es vernünftig gelernt hat und wenn das auch unter Absprache, sprich also mit der Zustimmung der Teilnehmer oder Probanden passiert, dass auch mal was lustig werden könnte und übertreibt es nicht. Und vor allen Dingen, macht es nicht nach, ich sage das nochmal, hier ist viel passiert, was ihr nicht seht. Ihr seht immer nur die Momente, in denen es dann vielleicht lustig oder beeindruckend war, aber nicht, nicht den Prozess dahin, was wir alles im Einzelnen hier vorher an Tests gemacht haben. Und natürlich auch so Tests, was den Körper angeht und so weiter. Und die Abfrage, hast du mal irgendwie eine Operation gehabt, einen Bandscheibenvorfall etc. Und deshalb rennt jetzt nicht einfach drauf los. Rainer, was ist jetzt mit den tausenden von Leuten, die jetzt sagen so, ich will auch da mal, will mich auch beschäftigen damit, ich will das auch lernen? Es gibt natürlich ohne Ende Möglichkeiten, Hypnose zu lernen. Da muss jeder für sich entscheiden, wo er hingeht, ob das für ihn gut ist. Du hast jetzt den Tag bei uns erlebt und wir werden das wieder anbieten. Wir haben das ja jahrelang gemacht. Und das kann ich auch nur empfehlen, wirklich. Es war absolut genial. Also danke, danke wirklich dafür, danke für den Tag. Das total gerne. Hat auch uns sehr viel Spaß gemacht mit euch oder mit dir. Mhm. Wichtig ist, wir werden das in kleinen Gruppen machen. Das haben wir jetzt für uns nochmal hier Revue passieren lassen. Wie macht das Sinn? Ihr habt auch gemerkt, die intensive Betreuung und nur ab volljährig, also ab 18. Mhm. Es macht keinen Sinn, dass wir das mit Minderjährigen, also Schutzbefohlenen, wie der Schutz sagt, macht. Den Ärger möchte ich mir einfach da nicht ins Haus holen. Ich glaube auch, ab einem gewissen, also in einem gewissen Alter, also alles, was so unter 18, also unter volljährig ist, da kann man sich damit beschäftigen, informieren, darauf hinarbeiten, wie auf dem Führerschein. Aber man darf halt noch kein Auto fahren. Und das würde ich auch hier einfach nochmal als Aufforderung oder als Bitte mit auf den Weg geben. Mhm. Beschäftigt euch gerne mit sowas, wenn euch das interessiert. Dann werden wir auch sehen, ob euch das noch interessiert, wenn ihr volljährig seid. Vielleicht verliert ihr auch das Interesse daran, wie an so vielem, was man in seiner Jugend ja macht. Aber jemand, der zu jung ist, ich hatte jetzt eine Anfrage von einem, der 12 ist, auch und von dir ein Fan, ein Teilnehmer, wie sagt man, ein Zuschauer. Ein Zuschauer, danke. Zuschauer. Ich lerne das noch, wie wir es ja lernen. Das ist einfach zu jung. Man nicht das Verantwortungsbewusstsein und auch die Erfahrung, wenn mal was, ich nenne es mal bewusst, schief geht, wie man damit umzugehen hat. Und wo müsste man sich jetzt melden, wenn man, sagen wir mal, volljährig ist und auf jeden Fall richtig Bock hat und so weiter? Dich auf Instagram anschreiben oder auf der Website sich eintragen, im Newsletter? Oder genau, auf der Webseite einfach eintragen, im Newsletter oder über das Kontaktformular mich auf Instagram anschreiben. Wir notieren uns dann die Namen. Die Webseite ist ja jetzt geschaltet. Mhm. Ja, das Link ist unten in der Infobox. Genau, und da könnt ihr euch gerne melden. Die ist im Moment noch mit einem Login für Clubmitglieder versehen, aber da gibt es dann auch eine Kontaktmöglichkeit. Von Herzen danke, 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 danke schön. Es war ein echt verrückter Tag. Ich bin ein bisschen platt jetzt. Herzlichen Dank. Gerne. Für diesen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank an euch, dass ihr euch das Ganze angeschaut habt. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Euer Matti, euer Rainer, euer Mario, euer Simon und Stefan natürlich. Stellvertretend. Aber der war dann irgendwann weg. Tschüss. Du hast den Arsch draußen. Guck mal, ich spüre auch so ein richtiges Loch.